Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Wochenlang hatten die USA und die EU gehofft, dass schon die Androhung von Sanktionen wirken würde. Dass dies Wladimir Putin von einer militärischen Eskalation im Konflikt um die Ukraine abhalten könnte. Aufgegangen ist das nicht. Russlands Präsident hat die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängig anerkannt und die Entsendung von Truppen angeordnet. Der Westen verurteilte den Schritt einhellig und will die ersten Sanktionen nun zügig umsetzen. Bundeskanzler Scholz verkündete bereits das vorläufige Aus für die umstrittene Pipeline Nord Stream 2. Seit gestern Abend hat Bundeskanzler Scholz viel telefoniert. Mit dem US-Präsidenten, mit der EU-Kommissionspräsidentin, mehrfach auch mit dem französischen Präsidenten. Die Antwort an Russland soll abgestimmt sein und deutlich. Am Mittag verkündet Scholz einen ersten wesentlichen Schritt, den Stopp für Nord Stream 2. Ich habe das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen. Das klingt zwar technisch, ist aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen. Die Pipeline ist seit vergangenem Jahr fertig, aber noch nicht in Betrieb. Um durch sie Gas von Russland nach Deutschland zu transportieren, fehlte eben jene Freigabe durch die zuständigen Behörden. Wirtschaftsminister Habeck rechnet nun zwar erstmal mit steigenden Gaspreisen, aber er steht zur Entscheidung. Die Einseitigkeit der Abhängigkeit von einem Lieferanten, der sich nun auch noch in den letzten Wochen und Monaten als geopolitisch unverlässlich oder nach eigenem Kalkül spielend erwiesen hat. Das Ziel sollte insgesamt sein, möglichst schnell aus fossilen Energieträgern inklusive Erdgas auszusteigen. Weitere Sanktionen gegen Russland nennt Bundeskanzler Scholz in seiner Pressekonferenz vorerst nicht, kündigt sie aber für die nächsten Stunden an. Noch laufen die Beratungen darüber zwischen den EU-Staaten. Matthias Deiß in Berlin. Die Bundesregierung stoppt also das Zulassungsverfahren für Nord Stream 2 bis auf Weiteres. Was lässt sich daran ablesen? Nachdem man erstmal zur Kenntnis nehmen musste, dass die eigenen diplomatischen Bemühungen einfach komplett gescheitert sind, wollte man nun schnell und auch hart reagieren. Man muss aber auch sagen, Kanzler Scholz hatte in dieser Frage nur noch wenig politischen Spielraum. Der Druck der USA war hoch, einzelner EU-Länder genauso. Es gab auch Stimmen aus dem Bundeskabinett, die das Ende von Nord Stream 2 forderten. Und heute dann nochmal sehr, sehr eindringlich auch die öffentliche Forderung des ukrainischen Präsidenten, Nord Stream 2 jetzt zu beenden. Man muss dazu sagen, das Aus ist erstmal vorläufig. Das lässt noch Raum für weitere diplomatische Bemühungen. Und es ist auch nur die erste politische Konsequenz. Weitere sollen folgen, möglicherweise schon im Tagesverlauf. Das hängt jetzt davon ab, ob die EU sich heute einigen kann und auf wie weitreichende Reformen man sich auch einigen kann. Matthias Deiß, danke nach Berlin. In welchem Umfang die russische Armee bereits in die Ostukraine eingerückt ist, bleibt vorerst unklar. Aus dem Separatistenrat in Donetsk hieß es, die Einheiten Moskaus hätten im Norden und Westen der Region Stellung bezogen. Ein Sprecher des russischen Präsidialamtes dagegen teilte mit, er habe dazu keine Informationen. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte, die Anerkennung der Separatistengebiete durch Moskau sei Vorbote einer weitergehenden Militärinvasion Russlands. Mit dieser Unterschrift spitzt Russlands Präsident Putin die Situation weiter zu. Er unterzeichnet mit den Separatistenführern aus Luhansk und Donetsk einen Bündnisvertrag. Der umfasst auch militärische Hilfe. Am Mittag dann die Nachricht, dass auch die russische Duma den Vertrag ratifiziert hat, nachdem Putin gestern die sogenannten Volksrepubliken anerkannt hatte. Alle Verantwortung für mögliches weiteres Blutvergießen wird vollständig das Gewissen jenes Regimes belasten, das das Territorium der Ukraine regiert. Aus Donetsk kommen noch in der Nacht dann diese Bilder. Feuerwerk und vermeintliche Partylaune. Einige wenige Menschen jubeln, umgeben von Fotografen. Bilder von einer internationalen Nachrichtenagentur. In Donetsk sind außerdem erste Panzerkolonnen gesichtet worden, ohne eindeutige Erkennungszeichen. Und in Kiew Krisenmodus.
Die Ukraine hat einen ranghohen Diplomaten aus Moskau zurückbeordert. Präsident Selenskyj erklärt: Ich habe die Anfrage des Außenministeriums erhalten, um die Frage des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen mit Russland zu prüfen. Ich werde gleich nach dieser Pressekonferenz diese Frage überprüfen und nicht nur diese. Weiter beunruhigen solche Bilder. Internetnutzer laden diese Panzerkolonnen hoch, angeblich in Russland, in der Nähe der ukrainischen Stadt Charkiw, von den Separatistengebieten weit entfernt. Demian von Osten in Moskau, Anerkennung der Separatistengebiete, Truppenentsendungen. Warum kehrt Russland der Diplomatie den Rücken zu und riskiert so weitreichende wirtschaftliche Sanktionen? Ja, wir wissen gar nicht, ob die Diplomatie wirklich lange Zeit eine Option war, denn so wie es aussieht, wie diese Abfolge dieses Schauspiels gestern da passiert ist, muss man davon ausgehen, dass die Entscheidung längst getroffen war, als europäische Staatenlenker wie Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler oder auch Emmanuel Macron, der französische Präsident, hier in Moskau waren. Warum entscheidet sich Putin so? Man kann aus seiner Rede, die er gestern gehalten hat, herauslesen, dass er offenbar sehr historisch denkt und an ein historisch zusammengehörendes Gebiet denkt, das er als Ziel womöglich hat. Und zu diesem Gebiet gehört eben die Ukraine. In einem Satz hat er sogar angedeutet, dass es ein Fehler war, die Sowjetrepubliken beim Zerfall der Sowjetunion in die Unabhängigkeit zu entlassen. Das würde auch Staaten wie etwa die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen betreffen. Also er denkt historisch und wenig ökonomisch. Das kann man zumindest aus seiner Rede gestern dann herauslesen. Demian von Osten, danke schön nach Moskau. Der Pflegebonus kommt, so Bundesgesundheitsminister Lauterbach heute im Morgenmagazin. Ein entsprechendes Eckpunktepapier sieht Pflegeprämien bis zu je 550 Euro vor als finanzielle Anerkennung für die geleistete Arbeit während der Corona-Pandemie. Insgesamt 1 Milliarde Euro soll demnach zu gleichen Teilen an Mitarbeitende in der Langzeitpflege und an betreuendes Klinikpersonal fließen. Und zum Schluss der Sendung schauen wir noch auf die Wetteraussichten. Morgen im Tagesverlauf zunehmend freundliches Wetter im Norden und Osten sowie ganz im Süden noch längere Wolkenfelder oder länger Wolkenfelder, 5 bis 13 Grad. Um 16 Uhr dann die nächste Tagesschau, auch auf tagesschau24 und tagesschau.de halten wir Sie unter anderem über den Ukraine-Konflikt auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen.